Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. In der letzten Episode sind wir zusammen mit unserem Aquarius und vor allen Dingen der Zyklop, der wir auch noch einen Namen geben müssen, zurück zur Basis geschwommen. Und das hat einen Grund, denn ich habe einen Fabricator vorzubauen, und zwar auf unserer Zyklop. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und zwar hätte ich den natürlich gerne hier oben. Am liebsten hier in der Kommandozentrale. Geht das? Ja, das würde sogar gehen. Oder soll ich ihn doch hier zwischen? Hier zwischen wäre eigentlich noch besser, oder? Ich baue ihn hier zwischen. So, und jetzt muss ich mal gerade schauen, ob das funktioniert, wie ich das gehört habe, dass es funktioniert. Und zwar kann ich jetzt hier angeblich... Ja, kann ich! Kann ich! Zyklop-Druckkompensator, sehr geil! Denn das finde ich auch ein bisschen blöd, dass es einem nirgendwo erklärt wird, dass man diesen Zyklop-Druckkompensator... Ich habe ja episodenlang gedacht, dass ich diesen Druckkompensator nur bauen kann, weil mir dieses Fragment fehlt, was wir hier sehen. Moment, wo ist es denn? Hier, Zyklop, 2 von 3. Und eigentlich, wie gesagt, darf ich die Zyklope eigentlich gar nicht bauen können, aber wir sind irgendwie auf ihr und es hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist. Keine Ahnung, aber ich dachte, dass es damit was zu tun hat, dass ich die Zyklop vielleicht bauen kann, aber diese 3 Fragmente für die Mods stehen, die wir bauen können. Und dass wir deswegen keine Mods bauen können am Fabricator. Jetzt habe ich aber gehört, dass die Zyklop-Mods nur auf der Zyklop baubar sind. Das finde ich ein bisschen blöd, weil wer soll denn darauf kommen, dass man jetzt hier einen Fabricator bauen muss, um hier auf dem U-Boot den Druckkompensator zu bauen. Dass das nicht auch an Land geht. Das finde ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Einsetzbares? Wo kann ich das denn einsetzen? Weil Signalboje kann man auch nicht einsetzen und Segleiter auch nicht. Egal, das ist auf jeden Fall jetzt das Ziel für diese Episode. Wir brauchen einen Zyklop-Druckkompensator, einen plastalbaren und ein kristallines Aluminium. Das ist doch easy. Ich hätte gedacht, dass man mehr dafür braucht. Oh, ich habe keine Batterien mehr. Batterien müssen wir auch bauen. Nehmen uns direkt mal ein paar Pilzchen mit. Bauen wir mal 4 Batterien. Ich hoffe, ich habe noch so viel Kupfer. Habe ich noch 4 Kupfer? Ich habe noch genau 4 Kupfer sogar. Dann baue ich daraus doch 4 Batterien. Und ich hoffe einfach mal, dass wir das Kupfer nicht für irgendwas anderes gleich brauchen. Und ich muss echt dringend Kupfer farmen. Kupfer ist wirklich das seltenste Material im Spiel. Obwohl es das eines der ersten ist, die es gibt. Aber ich glaube, genau das ist das Problem, weil es nur in Biomen vorkommt, die man am Anfang besucht. Und nachher in den High-Level-Biomen, sag ich jetzt, nenne ich es jetzt einfach mal, kommt es nicht mehr so oft vor. Deswegen hat man so wenig Kupfer. Genau, kristallines Aluminium. Das habe ich wahrscheinlich hier bei hartes Zeug, oder? Nee. Bei Seltenes vielleicht? Seltenes? Auch nicht. Verdammt, meine Ordnung ist am Arsch. Ah ja, nee, hier, bei Erzen ist es, genau. Kristallines Aluminiumoxid brauchen wir 1 und einen Plastalbarren. Plastalbarren, da brauche ich, glaube ich, einen Titanbarren für und Lithium, oder? Ein Titanbarren und Lithium, genau. Habe ich noch einen Titanbarren? Das wäre super. Lithium ist bei hartes Zeug. Lithium. Und, nein, da nicht. Wenn, dann hier irgendwo. Habe ich noch einen Titanbarren? Nein. Da brauchen wir einfach 10 Titan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bauen einen Titanbarren. Und einen Plastalbarren. So, jetzt haben wir den Plastalbarren dabei und das Aluminiumoxid auch. Das sollte eigentlich ja schon reichen. So, hier wechseln wir mal die Batterie. Ja, hat das jetzt gemacht. Jetzt. Okay, die Animation ist jetzt aber weg. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Ist zwar jetzt eigentlich ganz cool gemacht, dass man die Batterien jetzt so aussuchen kann. Aber dass die Animation dann wegfällt, finde ich blöd. Das ist wahrscheinlich noch nicht so ganz entbuggt. Und genauso, dass ich das Licht hier nicht mehr ausschalten kann. Das ging doch sonst immer. Wieso kann ich es jetzt nicht mehr ausschalten? Das fand ich so cool. Okay, dann bauen wir jetzt hier den Druckkompensator. Eine Kiste mit einem Fragezeichen. So sieht ein Druckkompensator also aus. So, und dann wollte ich mal gerade kurz schauen. Ich hoffe, dass ich den wieder ausbauen kann dann, bei Bedarf. Wenn ich nämlich hier mal gerade schauen, wie viel der uns bringt, wenn wir den einbauen. 900 Meter. Okay, und ohne 500.
Okay, 900 ist schon mal nicht schlecht. Da haben wir die gleiche Tiefe, wie wir mit der Seemotte auch erreichen. Das reicht uns aber nicht. Wir wollen mehr. Und dafür haben wir ja hier in der Basis unsere Verbesserungsstation. Warte, ich muss mal gerade ein paar Pilze nachpflanzen. Das stört mich da gerade ein bisschen. Das ist hier in dem Schrank. Habe ich noch ein paar Pilzsporen. Dann pflanze ich die nämlich hier ein. So. So, und hier haben wir jetzt nämlich Zyklop Upgrades. Da brauchen wir einmal den Druckkompensator. Wow. 10 Plastalbaren und ein kristallines Aluminiumoxid. Okay. Okay, das ist überhaupt kein Problem. Aber die Plastalbaren, das ist ein Problem. Okay, da gucken wir einfach mal, wie viele wir bauen können. Brauchen wir 10 Stück von. Das heißt, wir brauchen 10 Titanbaren und 10 Lithium. 10 Lithium ist auch kein Problem, aber die 10 Titanbaren, so viel werden wir nicht schaffen können. Auch wenn wir inzwischen schon fast 2 volle Schränke haben, voll Titan. Okay, das waren gerade mal 2 und der erste Schrank ist schon fast leer. Drei. Vier. Vier. Und dann haben wir noch 6. Okay. Dann nehme ich das mal an mich. Lager das mal gerade hier zwischen. Die ganzen Batterien muss ich auch mal in die Seemotte oder so packen. Kann ja nicht sein, dass ich hier mit den ganzen Batterien rumlaufe. Ich habe mich sowieso die ganze Zeit gefragt, ohne Witz. Ich hab's, glaube ich, gar nicht kommentiert. Aber ich habe so für mich gedacht, was macht der Kerl eigentlich die ganze Zeit mit den Batterien, die der da rausholt? Lässt er die einfach im Meer liegen? Ich meine, okay, vielleicht sind das so voll die Hightech-Bio-Batterien, die sich von selbst abbauen irgendwie. Na, man weiß ja nie, wir sind hier in der Zukunft. So, dann lagere ich das mal hier in den ersten Schrank. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 7 Stück. So, und Lithium kann ich direkt auch 10 Stück hier rausholen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Titan lagere ich mal gerade eben hier noch ein. Und die Batterien. Die Batterien müssen nicht irgendwie dringend loswerden. Aber das machen wir sofort, denn wir werden uns jetzt auf den Weg machen, Titan zu sammeln. Ich hoffe mal, das wird nicht das Riesenproblem. Titan sollten wir eigentlich recht schnell finden. Habe ich hier inzwischen alles rausgeholt? Da ist alles raus. Hier haben wir noch nicht alles rausgeholt. Okay, dann packe ich da unten auch direkt die Batterien rein. Den Tank nehme ich wieder an mich. Die Batterien sind voll. Ach so, ich habe sogar noch 2 volle Batterien bei mir. Okay, ja, dann brauche ich hier gar nicht so viele. Dann lagere ich die hier ein. Gut, dann lagere ich das alles nochmal ganz schnell ein. Leute, keine Panik, ich beeile mich. Ist gerade die Frage, ob ich so viele Tanks überhaupt brauche. Für Titan muss ich hier eigentlich nicht so tief tauchen. Dann brauche ich eigentlich gar nicht so viele Tanks, ne? Die Batterien lagere ich mal ein, so lange. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht die vollen mit den leeren nachher durcheinander bringe und dann nachher gar nicht mehr weiß, wo was ist. Diamant kommt hier mit hartes Zeug rein. Und das Lithium auch. Konstruktionswerkzeug kann ich auch hier lassen. Auch unterwegs kein Mensch. Den Druckkompensator brauche ich jetzt eigentlich auch nicht, aber... Ach komm, eine Flasche lassen wir hier. Die brauchen wir nicht. Mit 3 Minuten Luft komme ich locker hin. Und auf geht's mit unser Aquarius. Ich hoffe, es ist Tag. Ja, es ist sogar Tag. Wohin schwimmen wir denn mal? Wir schwimmen mal nach Norden. Da war ich noch nicht so oft. Wir müssen ja nicht weit schwimmen. Wir brauchen ja nur Titan. Aber hier in der unmittelbaren Umgebung der Basis habe ich schon ziemlich alles abgefarmt und alles ausgebeutet, was es so gibt. Also ihr kennt das ja, so ist die Menschheit. Am besten wäre natürlich Metallschrott, ne? Erstmal ist man sich sicher, dass dann wirklich auch Titan rauskommt. Obwohl, Kupfer brauchen wir ja auch. Das heißt, es ist eigentlich ideal gelaufen. Wir brauchen dringend Titan und dringend Kupfer. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo habe ich denn gerade die Steine gesehen, die blöden? Der Seemotte habe ich direkt drauf geguckt, da hinten. Jetzt müsste ich nur noch wissen, welchen Stein man dafür braucht. Ich glaube Kalkstein, ne? Oder Sandstein. In einem war halt Titan oder Kupfer drin.
Und in dem anderen ist dann immer Silber drin oder Gold, glaube ich. Und Silber und Gold kann ich gerade gar nicht gebrauchen. So, das ist jetzt Kalkstein. Okay, in Kalkstein ist schon mal Titan, das ist gut. Hast du? Der hat ein Metallteil für mich. Die spielen nämlich damit immer, die Löcker. Die Pirscher. Okay, hier haben wir schon den ersten Metallschrott. Das klaue ich dir einfach mal aus deinem Nest. Ihr habt gesehen, direkt daneben waren seine Eier. Hat er da zum Spielen hingelegt bestimmt. Kalkstein mit Kupfer, sehr schön. Kalkstein, Blei. Okay, Blei ist da auch drin. Das ist eigentlich das Einzige, was wir gerade nicht gebrauchen können, was im Kalkstein drin ist. Kalkstein, Titan, sehr schön. Ah, das passt mir aber gerade richtig gut, dass wir hier wirklich das Kupfer auch brauchen. Dass wir sowieso sammeln müssten. Kann ich direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also das Kupfer brauche ich zwar gerade in dem Sinne nicht, aber es ist uns komplett ausgegangen. Oh, da war jetzt Gold drin. War es denn auch ein Kalkstein oder war es ein Sandstein? Ich glaube nämlich, das Gold ist nur im Sandstein, bin mir aber nicht ganz sicher. Ach, wenn das doch auf der Erde nur so wäre, oder? Stellt euch mal vor, ihr geht irgendwie spazieren. Klopft so ein bisschen. Was ist denn da passiert? Ach so, der hat mich angegriffen, der Arsch. Geht so ein bisschen spazieren, seht einen Stein. Klopp ich zweimal drauf und dann kommt einfach so ein fetter Klumpen Gold raus, der bestimmt ein Kilo schwer ist oder so. Sieht der zumindest aus. Oder ja, mindestens 500 Gramm, aber ich würde... Nee, der ist mindestens ein Kilo. In der Größe, der ist ja bestimmt so groß wie zwei Fäuste. Das sind wahrscheinlich sogar eher 2 bis 3 Kilo. Was greift mich denn da die ganze Zeit an? Ist das diese blöde Lurker oder was? Ich mach den gleich platt. Der Arsch. Hab ich ein Erste-Hilfe-Kit dabei? Bestimmt, oder? Die Seemotte voll weit weggeparkt. Haben wir da noch irgendwo was? Oh, die Pilze wachsen. Da ist noch ein Stein. Kupfer, sehr schön. Ja, es dauert ein bisschen länger so mit den Steinen, als wenn man wirklich nur diesen Metallschrott aufsammelt. Allerdings bekommen wir so auch Kupfer. Und wenn wir nur den Schrott... Nein, ich würde einsteigen in unser Aquarius. Und wenn wir nämlich nur den Metallschrott aufsammeln, dann haben wir ja wirklich halt nur das Titan. Da haben wir noch Metallschrott, jede Menge. Klauen das ganze Spielzeug von den ganzen Pirschern. Aber sie haben es auch nicht besser verdient. Die Arschis. Was haben wir denn hier liegen? Das ist Salz wahrscheinlich, ne? Und ein Ei. Titan. Blei. Salz. Okay, das brauche ich nicht. Hier haben wir noch ein paar Steinchen. Kupfer. Wie viel Titan brauche ich denn überhaupt noch? Ich brauche ja 30 Titan, ne? Mindestens. Ich glaube, 7 Barren hatten wir. 30 Titan ist eigentlich gar nicht so viel. 12 haben wir jetzt dabei, ungefähr. Na, sagen wir mal 15 haben wir jetzt dabei. Das sind bestimmt auch nochmal 10 im... In der Seemotte haben wir ja schon 25. Da haben wir schon fast genug Titan. Hier haben wir noch Schiffswrackteile. Sehr schön. Da ist noch was. Schöner Piranha-Fisch vorbei. Und aufgenommen. Haben wir noch ein bisschen Platz? Ja, aber nicht mehr viel. Dann nehmen wir noch hier den Stein mit. Ach, Silber. Das war Sandstein. Brauchen wir nicht. Hier haben wir noch einen Stein. Ist das auch Sandstein? Nein, Kalkstein. Sehr schön. Und Kupfer. Perfekt. Schwimmen wir zur Seemotte und laden aus. Da haben wir doch schon wieder eine sehr produktive Folge ab, finde ich. Folge gehabt? Habe ich gesagt Folge gehabt? Oder Folge gehabt? Oh Gott, jetzt gehen wir direkt ins nächste Biom, wo diese komischen... Sandfische sind. Die sind auch so aggressiv.
Schwindet! Guck mal, wie lange der mich verfolgt. Arsch. Ich hatte mir gerade überlegt, ihn zu überfahren. Aber dann hat er es doch nochmal anders überlegt. Glück gehabt für ihn. So, das haben wir voll. Hier haben wir noch jede Menge Platz. Und dann haben wir noch ein drittes Fach. Da kann ich auch noch ein bisschen was reinpacken. So. Dann holen wir uns noch das restliche Titan. Machen wirklich das Inventar rappelvoll. Das müsste ich eigentlich noch hinbekommen, diese Episode. Wie viel Platz haben wir noch? Ah ja, noch genug. Da ist noch jede Menge Titan. Es ist ja auch nicht schlecht, ein bisschen mehr Titan zu sammeln, weil wir wollen ja nicht mit 0 Titan zu Hause ankommen, dass wir dann wirklich nachher die Mod bauen und danach auf 0 runter sind. Das wäre ja wirklich traurig. Da müssten wir ja für jeden Furz neues Titan sammeln. Deswegen ist es ja schon nicht schlecht, ein bisschen was über zu haben. Mann, wieso ist denn jetzt hier alles mit Sandstein voll? Weil ich im falschen Biom bin, bestimmt. Seht ihr, das meine ich nämlich. Sobald man an dieses Startbiom... Startbiom ist ja im Prinzip... Startbiom ist ja im Prinzip das, hier dieses grüne, das Windrankenbiom mit dem grünen Zeug hier. Und, diese Dünen mit den Korallen, wo wir unsere Basis auch drin haben, das sind die beiden Startbiome, wobei dieses absolute Startbiom mit den Korallen, wo auch, unsere, eineigen Zwillingshodenrobben leben, das ist ja relativ safe. Deswegen heißt es, glaube ich, auch Safe Shallows im Englischen. Weil dort keine gegnerischen Tiere sind. Bis auf die Hodenrobben, wenn man durch ihren gasigen Abgas, was auch immer es ist, schwimmt, stirbt man sehr schnell. Und natürlich die Kracherfische haben wir dort, aber ansonsten ist es dort relativ sicher. Und überall anders lauert auf jeden Fall Gefahr in Form von Fischen, die einen töten möchten. Und nur dort gibt es eigentlich Kalkstein, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen ist es so schwierig, Kupfer zu finden. Weil man in diesen Startbiomen ist man natürlich nachher nicht mehr so viel unterwegs, ne? Gibt es ja nicht so viel zu sehen, was wir nicht schon kennen. Es gibt da noch ein paar Höhlen, die möchte ich mir auch noch angucken demnächst. Wir haben ja auch so ein Signal gefunden, schon vor einiger Zeit. Was uns einen, potenziellen Höhleneingang zeigt. Und da möchte ich natürlich auch demnächst mal vorbeischauen. Welcome aboard, Captain. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich offen für Vorschläge von euch, was wir noch machen sollen in den nächsten Episoden, denn uns geht so langsam aber sicher der Inhalt aus. Die Entwickler sind sehr gut und sehr flott, aber sie sind nicht so flott wie wir. Wenn man jeden Tag wirklich eine Folge rausbringt, dann so schnell sind die Entwickler dann doch nicht, dass sie das Spiel schneller produzieren, als ich es spielen kann. Weil ich so gut bin einfach. Was wollte ich machen? Modifizieren, genau. Und zwar brauchen wir erstmal jede Menge Titan. Stellen uns das erstmal her hier. Und Titan Barren. Dann haben wir da ein bisschen Platz im Inventar. Müsste jetzt der 8. Titan Barren gewesen sein. Nochmal Titan. Boah, wie viel Metallteile haben wir denn dabei? Und nochmal Titan Barren. So, das müsste der 9. gewesen sein. Schauen wir mal nach, ob das stimmt, was ich da erzähle. 7, 8, 9. Perfekt. Das Gold lagern wir auch direkt mal aus. Das kommt hier rein und Silber haben wir hier. Sehr schön. Und dann gehen wir mal zur Seemotte rüber. Und holen das restliche Titan raus. Und allgemein die restlichen Sachen, die wir so drin haben. Oh, schönes Bild. Vielen Dank. Ich muss kurz warten, bis es scharf wird. Jetzt scharf, ja. Es ist echt schön. Vor allen Dingen liebe ich ja Mario. Ich wollte gar nicht mit üben sagen. Wie komme ich auf üben? Ich werde übrigens, es ist jetzt allerdings wirklich Zukunftsgeplänke, weil die Konsole noch gar nicht erschienen ist. Aber es kommt ja demnächst irgendwann das neue Nintendo, was ja als im Moment noch unter Nintendo NX läuft. Ich weiß nicht, ob es so heißen wird. Ich weiß noch nicht, wann es kommt. Kommt es dieses Jahr noch? Ich weiß es gar nicht. Ich bin auf jeden Fall am Überlegen. Es ist noch nicht fest. Aber es könnte sein,
dass ich mir das zulegen werde, die Konsole. Und wenn das so ist, wird es auf jeden Fall auch demnächst, also was heißt demnächst, ne, es ist auch überhaupt nicht geplant, aber wenn es so ist, dann wird es auch Let's Plays dazu geben. Ja, also vielleicht sind ja auch ein paar Nintendo-Fans von euch, unter euch. Ich bin ja gerade Fan von, nicht von den Nintendo-Konsolen allgemein, in letzter Zeit zumindest nicht mehr. Die letzte Nintendo-Konsole, die ich selber hatte, war, lass mich nicht lügen, ich hatte noch eine Wii, eine normale Wii, keine Wii U, aber für die Wii hatte ich, ich glaube, 2 Spiele oder sowas, die ich dann auch recht schnell nicht mehr gespielt habe, denn es war ein Mario-Spiel, das habe ich auch durchgespielt, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, wie das hieß. War es Mario Sunshine oder so? Ich bin mir nicht sicher. Und irgendwie kamen auch so gut wie gar keine Spiele nach für die Wii. Und dann hatte ich noch ein GameCube davor. Also davor hatte ich sogar alle Nintendo-Konsolen. Also ich hatte den GameCube. Ich hatte davor das Nintendo 64 war ja, glaube ich, davor. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Davor war ja das Super Nintendo. Und davor hatte ich das ganz normale Nintendo Entertainment System. Diesen alten viereckigen Kasten. Ja, so alt bin ich schon. Die meisten von euch werden wahrscheinlich nicht mal das Super Nintendo mehr kennen. Oder kennen vielleicht schon, aber nicht mehr aktiv gespielt haben. Und damals habe ich noch richtig viel. Also Nintendo 64 war eigentlich meine Konsole. War eigentlich die einzige Konsole vor der PlayStation 4 jetzt, die ich wirklich richtig gezockt habe. Also da habe ich bestimmt 30 oder 40 Spiele für gehabt insgesamt. Und die habe ich wirklich viel gespielt. Super Nintendo auch nicht so viel, auch wenn es eine geile Konsole war. Aber Nintendo 64 war so mein Ding. Und ich war aber immer Fan von den Nintendo-Sachen. Also, ich habe auch Fußball und sowas gespielt darauf, aber richtig begeistert haben mich eigentlich immer die Sachen wie Mario, Yoshi, Zelda, der ganze Kram, den halt Nintendo-exklusiv ist. Und genau dafür würde ich mir dann halt wirklich auch die Nintendo-Konsole anschaffen, nur für die Nintendo-exklusiven Sachen, denn man muss schon ehrlich sagen, was die Konsole angeht, stinkt Nintendo schon ziemlich ab gegen die aktuellen Konsolen. Das muss man schon so sagen. Was jetzt Grafik angeht und so. Und wieso sollte ich ein Spiel spielen, was für alle Systeme kommt, auf einem System, was einfach grafisch am schwächsten ist oder von der Performance am schwächsten ist? Das macht ja keinen Sinn. So, Plastalbarren stellen wir jetzt erstmal eine Weile her. 10 Stück, um genau zu sein. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verrechnet und verzettelt. Wir sind doch schon ein bisschen drüber in der Zeit. Egal. Was machen wir jetzt noch? Stellen wir mal 10 Stück von her. Müssten wir jetzt eigentlich langsam geschafft haben. Ich habe nicht mitgezählt. Ach, oben steht's ja. 8, 9. So, einer noch. Nein! Ah doch, 10. Okay. Das haben wir hergestellt. Und dann brauchen wir noch einen ganzen... bei Erzen, genau. Ein ganzes Aluminiumoxid. Wow. Das ist eigentlich auch hart, weil es kristallin heißt. Aber Oxide sind eigentlich nie hart. Oder nicht sehr hart zumindest. Deswegen verstehe ich nicht, warum es in einen Druckkompensator reinkommt. Naja, gut. Reinforcement Module aufgenommen. Sehr schön. Und dann schwimmen wir mal direkt rüber zu Zyklop. Boah, guck mal, wie das aussieht. Geil, wie sieht hier unsere Basis beleuchtet. Ich hätte gerne noch so ein paar Flutlichter, die dann hier unsere Basis bestrahlen. Das sieht ja richtig geil aus. Aber wir haben ja nur diese kleinen Flutlichter und für die brauchen wir noch eine Batterie. Ich weiß gar nicht... was war denn das gerade? Konnte ich hier irgendwas scannen? Sogar so, als konnte ich irgendwas scannen. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ja. Alles online, sehr schön. Genau, das Modul würde ich einbauen. Ich habe gerade überlegt, was wollte ich denn jetzt eigentlich hier? So! Ene mene, Hokus Pokus und Filibus und zack! 1500 Meter, Leute. Nochmal 600 Meter zusätzlich auf die 900 drauf. Jetzt können wir richtig tief tauchen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Schade, dass wir eigentlich schon alles gesehen haben. Nein. Aber in der nächsten Episode werden wir uns dann wahrscheinlich mal auf den Weg machen mit der Zyklop oder mit der Seemotte. Das muss ich nochmal schauen. Mit einem von beiden. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Das soll es erstmal gewesen sein für diese Episode. Bis zum nächsten Mal hier bei Subnautica. Ciao, ciao. Euer Silent.